So. Irgendwann muss man hier ja wohl auch mal weitermachen, nicht wahr? Ziehen wir mal das Outfit an. So. Wie sieht's von den Pokémännern her aus? Was haben wir hier? BDHM. Oh, ich verstehe den Wortwitz noch. Ich würde ja mal Navi fast gerne trainieren. Aber eigentlich nicht, ne? Deswegen. Aber Pachirisu will ich auch nicht trainieren. Ich will eigentlich nur Chelka rein trainieren bisher, von den Pokémon, die ich so habe. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich trainieren will. Was will ich denn trainieren? Eine schwierige Frage, ne? Ist eine schwierige Frage. Was macht man da? Ja. Weiß ich nicht. Ich würde Pachirisu fast rausschmeißen wollen, aber irgendwie. Sein Spezialangriff geht hoch. Also es hat ein vernünftiges Wesen. Einigermaßen. Aber will ich es wirklich trainieren? Ich habe extra gefangen, ne? Fähigkeit mitnahme, also es kann auf jeden Fall dabei bleiben. Aber ansonsten stelle ich mir das fast schon schwierig vor, du. So. Haben wir das Windkraftwerk denn schon gemacht? Waren wir damit fertig? Sieht so aus, ha? Huh? Warum stehen da zwei? Wieso ist da noch einer? Aber wir sind mit dem Kraftwerk fertig. Und das ist das Wichtige. Bam, 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 bam. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf, bevor ich zum Ewigwald aufbreche?
Mir doch egal, ob du zum Ewigwald aufbrichst oder nicht. Camper Nick. Bonita. Oh. Oh. Bonita. Bonita stark. Level 14. Ja, denn das senkt mein Angriff einfach in. Negative. Versteht sich. Hör auf! Hat Ponita verfehlt? Rasierblatt? Ja, ist ja gut. Alter, dieses Ponita. Ein Glück war das ein Volltreffer. Lass mich in Frieden. Wanderer Carol. Oder Karel. Karel. Checker rein. Keine Chance. Warum hat das keine Robustheit? Hat das keine Robustheit? Hat das Kleinstein keine Robustheit? Was ist denn da los? Yay, Level Up für Pachirisu. Das ist ja schön. Will ich Pachirisu beibehalten? Nächstes Bidiza. Ich habe nicht in Erinnerung, dass dieser eine Wanderer so viele Pokémon hat. 4 Stück waren das jetzt. X-Kapsel. Gegengift. Alles nützliche Sachen. Bestimmt. Irgendwann. Eines Tages. Ein kleines Schalellos. Stimmt, ich wollte vielleicht Ost-Chalelos ins Team nehmen, ne? Westlich hatte ich schon mal, deswegen will ich das nicht unbedingt. Aber Ost nehme ich gerne nochmal. Chalelos hat mich nicht enttäuscht. Muss ich aber ehrlich gesagt nochmal... Ein kleines süßes Shinux. Natürlich hat es betrogen. Hört auf, meinen Angriff zu senken. Was soll das? Das nervt doch alle.
Ja. Sibylle. Das war wohl nix. Sibylle. Pokéball. Juhu. Ein Pokéball. Komm mal, Roma Lady. Bam, bada, bam. Ich feiere die Musik bei denen, wenn die einen herausfordern so sehr. Bam, 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 bada, da, 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 da. Sehr, sehr gute Musik. Eleonora. Knospi. Alter! Alter, das ist ja das kleinste Knospi der Welt. Was ist denn hier passiert? Knospi! Du bist ja winzig. Gift. Natürlich alles Gift. Und natürlich schlägt er noch zu, bevor ich es besiegen konnte. Geh ja schon zurück. Oder habe ich das richtig gesehen, dass Pachirisu ein Item bei sich hat? Tatsächlich eine Pokepuppe. Dafür ist der vielleicht gar nicht so schlecht da oben. So. Ups. Das ist ein schneller Pfadfinder. Kleinstein hat ja zum Glück nicht viel Chance gegen meinen Schalker rein. Also das ist gut. Der Kampf war schneller vorbei als irgendwas anderes. Das ist ein großes Onix. Das hat Robustheit. Ach so. So. Eine Sprühdose Schutz. Ja. Kämpferin Claire. Hallo. Tankerei! Ich mag Tankerei.
Magnus, leider. Leider sieht seine Shiny-Form so aus. Sonst hätte ich mir einen Shiny gegrindet. Aber leider sieht seine Shiny-Form wirklich nicht schön aus. Sowohl die von Shellast, als auch die von Chalkerein und die von Chalterra. Alle kein Hingucker. Im Gegenteil, eher ein Weggucker. Aber das fand ich immer ein bisschen schade. Ewigwald gibt's Gift-Pokémon, das ist ja verrückt. Doris. Zeig, was du kannst, Doris. Und Plinter. Warum hat es sich noch nicht entwickelt? So wie mein Starter. Weil es jetzt Level 14 ist, deswegen. Mach's weg! Wie gemein. Oh, wie gemein. Aber wie heißt die noch? Reißer, genau. Du gehst gemeinsam mit Reißer weiter. Deine Pokémon werden stets in Topform gehalten. Juhu. So. Aber hier gibt es wilde Pokémon. Zum Beispiel das da. Kamox hätte ich eigentlich ganz gerne. Wäre also richtig cool, wenn wir schon näher einfach nicht in den Weg kommen könnten. Sehr effektiv gegen Kramorx. Also das Gute, also einmal solltest du noch überleben. Und dann ist es, glaube ich, auch schon gut genug geschwächt dafür, dass es einfach mitnehmen kann. Der Pokéball gegen Kramorx war ein Volltreffer. Chalkerein ist zurückgeschreckt. Nein! Wie Chalkerein ist zurückgeschreckt. Oh, wenn es jetzt nochmal angreift, ist mein Kramorx weg. Bitterkuss. So, warte, komm. Warte. Doch, ist richtig. Ja! Jetzt macht das weg. Jetzt kann ich meinen Pokéball werfen. Sehr schön. Kramorx wurde gefangen. Yay. Und Chalkerein ist Level 20. Für Kramorx wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kramorx, das Finsternis-Pokémon. Man glaubt, dass es ein böses Vorzeichen sei, dieses Pokémon bei Nacht zu erblicken. Naja, man kann es laut PokeWiki nur bei Nacht erblicken, deswegen. So. Kramorx. Ja. Initiative hoch, Verteidigung runter. Dann kann ich leben, denke ich. Angriff, Spezialangriff gleich hoch. Dann hoffe ich mal, dass Kramorx mir ein gutes Teammitglied sein wird.
ein Haspirohr und ein Baumpill. Windstoß gegen Baumpill. Oh, das hat überlebt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht vermutet. Kam überraschend, muss ich sagen. Aber gut. Krambox ist auch nur Level 10. Lol, dir gerade noch in Markus Chat geantwortet. Ja, ich habe überlegt. Ich habe überlegt, ob ich dich da fragen soll, ob du Bock auf den Stream hast, aber ich dachte mir, ach. Ich stream einfach. Aber ich habe mir gerade deine Antwort durchgelesen und ich muss. Würde mir gerne an den Kopf fassen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Hätte es eher erst jetzt gesehen. Ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, dass ich halt nicht frage. Weil bis du mir antwortest, ist ja eh wieder Tag und Nacht vorbei. Dachte ich mir so. Aber es. Wir spielen übrigens nachher vermutlich noch Animal Crossing. Weil. Wir haben jetzt August. Und ich habe gemerkt, dass viele von den Fischen und Käfern, die mir noch fehlen, nur noch im August fangbar sind. Deswegen muss ich mich hier ein bisschen sputen, ansonsten muss ich fast ein Jahr warten. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. War halt in einem anderen Tab, weil ich während des Zocken New and Tasty Stream von Markus laufen ließ. New Tasty Stream? Meinst du Part? Ist doch New and Tasty, was gerade läuft, oder? Nee. Nee, ist Maps schon. Ist Maps Odyssey. Einen alten Stream? Warum schaust du den alten Stream an? Dein Stream. Ein Let's Play habe ich vor 8 Jahren gesehen. Das ist schön. Aber warum schaust du dir den Stream an? Alter, 3 Level für Kramburgs übertreibt halt. Dunkelnebel. Schön. Weilbar. Okay, du sagst dir einfach, du schaust dir das jetzt an. Einfach so. Okay. Na dann. Nebel ist eine Eisattacke? Ich spiele gerade Super Paper Mario. Super Papier Mario, meine ich natürlich. Super Papier Mario. Wie kommst du dazu? Nein, Kamux! Paralysiert. Bye-bye.
Fällt mir auch nichts mehr drauf ein. Mal ohne 100% einmal alle Rezeptekarten und sonst die gemacht gesammelt. Nie wieder, bitte, danke. Ja, das werde ich ja wohl schwer hoffen. Also wer das mehr als einmal macht, der ist auch lebensmüde, glaube ich. Ey, sag mal, soll ich Pacherizo im Team behalten? Weil irgendwie fühle ich es nicht. Ich meine, ja. Aber irgendwie... Na? Dann Feuer halt. Was für Feuer? Pacherizo? Das, was mit Jaschinski immer passiert. Game ist, by the way, etwas laut. Gut, dass du es sagst. Habe ich nicht letztes Mal... Musste ich nicht letztes Mal mein Game lauter machen? Nee, was habe ich da lauter gemacht? Doch, ich habe mein Game lauter gemacht. Letztes Mal. So ist zu leise, oder? Ich glaube, so ist zu leise. Ja, war ja wieder klar. Warte, dann mach ich einfach. Weich machen. Na komm. Ach, kann ich das nicht? Meine Güte, das hat jetzt aber gedauert. Immer noch zu leise. So ist gut. Perfekt. Kramurks versucht Flügelschlag zu erlernen. Wie viele Flugattacken der kann? 60. Boah. Fähigkeit Glückspilz. Was macht Glückspilz? Mir gleich durch. Bam, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da.
So, erstmal Attacken gleich anordnen hier, so. Glückspilz. Ich habe Hori angelogen. Weswegen? Großes Glück erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Okay. Inwiefern hast du Hori angelogen? Was hast du gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass Ganondorf auf jeden Fall nicht in Twilight Princess vorkommt. Er kennt Twilight Princess nicht? Ah ja, doch, haben wir drüber geredet, dass er das blind spielt. Ja. Okay. Warum hast du ihm das gesagt? Er soll sich überraschen lassen. Er ist doch aber so ein Smash Aficionado, oder? Er ist doch so ein Smash-Fuzzi. Er müsste doch wissen, dass der Link, die Zelda und der Ganondorf aus Brawl und Smash Wii U, die aus Twilight Princess sind, oder nicht? Ich habe ihm gesagt, dass die ein Redesign für Brawl entworfen haben. Genau, die haben für Smash ein... Das glaubst du doch... Die haben für Smash einfach einen Iconic Villain redesigned. Und Link? Was mit Link? Können ja nicht den Wind Waker Ganondorf nehmen. Ja, und den Link und den Zelda haben wir auch mal eben erfunden. OT Ganondorf ist zu klobig, das stimmt doch überhaupt nicht. Der aus Twilight Princess ist klobiger als der aus OOT. Der aus OOT ist ja jetzt auch der, der jetzt in Smash Ultimate ist. Was habe ich ihm gesagt? Kennt er den aus OOT nicht? Er kennt den aus OOT logischerweise auch nicht, ja. Weiß er denn nicht, dass der aus dem jetzigen Smash Ultimate der aus OOT ist? OOT-Design in Wii-Grafik zu bringen. Aber sie haben doch das OOT-Design auch in GameCube-Grafik gebracht. Es gab ja Ocarina of Time auch nicht für ein GameCube. Das ist... Das macht alles keinen Sinn. Wenn er einfach nachdenken würde, würde er merken, dass das alles gelogen ist. Och ja, wir haben OOT Link und Ganondorf und OOT Zelda. Na, Ganondorf war noch nicht in... Warte, war Ganondorf in Melee? Doch, Ganondorf war in Melee. Wir haben OOT Link, Ganondorf und so für Smash Melee nochmal aufpoliert, aber für... Von GameCube auf Wii-Grafik, das wäre zu viel. Also, da geht's ja nun los. Ja, dann habe ich ihm gesagt, dass der OOT Ganondorf so beliebt war, dass sie den dann für Ultimate modernisiert haben. Der sieht genauso aus wie in OOT. Und in Melee sah eh alles noch selbst für GameCube-Verhältnisse eher schwach aus. Deswegen war das da kein Problem mit dem OOT Ganondorf. Das habe ich ihm alles gesagt. Das hast du ihm alles gesagt. Ich meine, Melee sieht für GameCube-Verhältnisse sehr schwach aus. Das ist richtig. Das ist einfach ein Fakt. Aber... Und er hat dir das abgekauft, dass sie Link, Zelda und Ganondorf für Brawl einfach mal redesigned haben. Wobei Link und Zelda sollte er ja schon kennen, wenn er mit Twilight Princess schon angefangen hat.
Also er hat dir abgekauft, dass sie einen neuen Link und eine neue Zelda aus einem neuen Zelda-Spiel genommen haben. Und Ganondorf einfach redesigned haben. Einfach grundlos. Neues Design. Fertig. Er hat mit Twilight Princess noch nicht angefangen. Ach so. Link und Zelda gar nicht erst erwähnen. Erst September in den Streams dann. Und wieso hast du ihm überhaupt gesagt? Also wieso hast du überhaupt erwähnt, dass Ganondorf nicht vorkam? Also wie kam das da überhaupt dazu, dass du sagen musstest, dass Ganondorf nicht existiert? Ist ja auch egal, können ja die Twilight Princess Zelda und den Twilight Princess Link nehmen. Aber die nehmen doch nicht... Die nehmen doch nicht Twilight Princess, Link und Zelda und dann aber einen erfundenen Ganondorf. Weil wir im Voice waren und jemand eine kleine Anspielung mit dem Twilight Princess Ganondorf gemacht hat und dann musste ich schnell zwischengreifen. Ja, wenn Ganondorf in Twilight Princess nicht gab. Ich glaube, dann hätten sie trotzdem eher ein existierendes. Smash basiert darauf, dass man einfach nur bekannte Sachen aus anderen Spielen nimmt. Das würde keinen Sinn machen, einfach was neu zu designen. Es macht einfach keinen Sinn. Gut, ich meine, wir haben so Sachen wie Pit. Aber während Brawl war Kid Icarus Uprising ja schon in Entwicklung. Als ob Hori weiß, dass der OOT Ganondorf anders als der Brawl Smash 4 Ganondorf aussieht. Aber du hast gesagt, er hat einfach ein neues Design bekommen. Die haben einfach für Brawl was designt. Das macht keinen Sinn. Das ganze Argument fällt schon auseinander, wo du sagst, dass etwas für Brawl erfunden wurde. Egal was es ist. Egal was man für Smash einfach erfinden würde. Es macht ja keinen Sinn, weil es ja dieses Zusammentreffen von bekannten Sachen sein soll. Das ist der ganze Punkt hinter Smash. Dieses Crossover-Zeug. Der hat das bestimmt so verstanden, als hätten die im Brawl ein bisschen geschlammt und dass ich gemeint hätte, die hätten da irgendeinen weirden Ganondorf hingerotzt, der aber so wie der OOT Ganondorf aussieht, der sieht überhaupt nicht so aus. Und jetzt für Ultimate hätten sie es quasi richtig gemacht. Ach ja. Ja, das heißt er doch. Aber er kennt doch die Designs. Er kennt doch die verschiedenen Designs. Er weiß doch nicht, dass der OOT Ganondorf komplett anders aussieht. Er kennt doch jetzt das aus Ultimate. Ich weiß nicht. Ei. Und der kauft dir das ab, das für Smash was erfunden wird. Ja, wie gesagt, bei Ultimate denkt er, dass sie den OOT Ganondorf genommen haben und auf richtig heftige Switch-Grafik gebracht haben. Naja, also... Das ist ja soweit auch richtig.
Im Grunde. Ein Glas Honig. Geil. So, tschüssi. Und bei Brawl und Smash 4 denkt er, die hätten OOT Ganondorf genommen, grob nachdesignt, dass man erkennt, dass es Ganondorf. Und das war's. Grob nachdesignt. Warmlin trainieren. Nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder ein Barmelin. Weil letztendlich macht er sich wahrscheinlich keine Gedanken mehr darüber und denkt wirklich, Ganondorf kommt nicht vor. Ja, wenn du ihm das sagst. Warum sollte er einfach sagen, ja, nee, muss ja so sein. Also Ganondorf muss ja vorkommen, weil. Kommt ja in sonst jedem Zelda-Spiel vor. Ja, ist ja auch nicht so. In welchen Zelda-Spielen kommt Ganondorf eigentlich vor? Also wirklich Ganondorf. Ocarina of Time? Wind Waker und Twilight Princess, das war's. Gibt's sonst irgendwo Ganondorf? Nö. Und laut dir gibt's ihn nur in OOT und Wind Waker. Also für Hori. Hyrule Warriors. Ach komm. Hyrule Warriors. Mensch, man kann in gar keinem Zelda-Spiel als Midna selbst spielen. Doch in Hyrule Warriors. Und eigener Brawl Ganondorf. Eigener Brawl Ganondorf. Zutraulichkeitsstatus, Poketchup. Huhu. Die Zutraulichkeitsstatus, Poketchup. So, jetzt aber pst. Wieso pst? Ganondorf gibt's nicht in Twilight Princess. Okay. Können wir so weit gehen und sagen, Twilight Princess gibt's nicht? Geht das? Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Ich sag, das ist in Ordnung. Glaubt ihr denn, es gibt... Also... Weiß er denn, ob es Ganon, also abgesehen von Ganondorf gibt? Also Ganon halt, ne? Schwein. Ah, da ist wer neidisch, dass sein liebstes Zelda nicht das Beste ist und möchte deswegen das Beste vergessen lassen. Wieso? Das beste Zelda ist weder Twilight Princess noch Ocarina of Time. Und Ocarina of Time... Ist Ocarina of Time mein liebstes? Ja, doch, vermutlich. Das beste Zelda ist A Link Between Worlds. OOT ist knapp hinter OOT. Twilight Princess ist knapp hinter OOT. Ja, das ist richtig.
Willst du es gegen meinen Plauderguy tauschen? Was? Was soll er haben? Abra? Barmelin. Können natürlich auch Plauderguy trainieren. Wollen wir Plauderguy trainieren? Plauderguy. Plauderguy? Plauderguy. TM76. Zahlen kann ich auch nicht mehr lesen. 67. Gott, jetzt merke ich erst, wie bescheuert ich eigentlich bin. Ja, du findest Twilight Princess ist das beste Zelda. Schön, dass du es endlich realisierst. Was für bescheuerte Ausreden mit Ganondorf. Ja, ach was! Sag ich doch die ganze Zeit! Nochmal zu meiner Frage. Ich glaube, du hast die nicht beantwortet. Denkt er, es gibt Ganon? Oder denkt er, es ist ein Zelda-Spiel komplett ohne Ganon und Ganondorf? Oder hast du keine Ahnung? Ohne beide, auch ohne Ganon. Das gibt's ja nicht so häufig. Erkundungsset, yay, Erkundungsset, Meine Güte, er hat doch keine Ahnung von Zelda, kein Ganondorf ist für ihn noch, doch gleichzeitig kein Ganon. Ja gut, macht wohl Sinn. Mensch, wer ist denn da? Guck mal. Fight. Wirbelnder Fight. Tschüss, Fight. Wiedersehen. Ja. Ist das Schummeln? Natürlich ist es Schummeln. Aber ist mir absolut egal. Ich hab nicht vor, hier viel Zeit zu verbringen. Die Angel. Komm ich hier raus? Da. Eine Belohnung. Dankeschön. Tschüss. So. Pokémännchen. Welche Pokémännchen trainieren wir? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Chelkerin und Kramurk scheinbar. Ansonsten, ja.
Ich finde diese Statue immer noch cool. Diese Statue ist so, so cool. Ich meine, ich fand es im Original... Also, beim Original vom DS finde ich es cooler. Wie sie es da gemacht haben, dass sie das so gepixelt haben, dass es halt so aussieht, als könnten es beide sein. Aber dass sie hier die Statue aus dem Manga genommen haben, finde ich auch cool. Steht das da... Steht da was mit Incognito drauf? Ist das Incognito-Schrift? Sieht fast so aus. Ich kann das Schild nicht mal lesen. Da steht einfach gar nichts. Wieso kann man das Schild nicht lesen? Sollte man das nicht eigentlich lesen können? Okay. Dann halt nicht. Ich bin der Meinung, das kann man eigentlich lesen, aber... Welche Pokémon gibt's hier? Meditier. Meditier habe ich auch noch nie trainiert, aber es... Der Zeitpunkt ist auch noch nicht gekommen, muss ich sagen. Du findest einen Pokéball. Ninja Boy. Stell dir vor, jemand weiß so wenig über die ganze Welt, dass er dir glaubt, dass für Smash Bros. Brawl einfach ein Redesign von einem bekannten Villain gemacht wird, was komplett den Punkt hinter Smash Bros. Ignoriert. Eisklemmer ist doch auch in Melee? Nein, die Eisklemmer sahen schon immer so aus. Selbst wenn, bei den Retro-Charakteren kann man es ja wohl verstehen. Hast du die... Hast du Pits... Melee... 8-Bit-Pixelbrett. Die hatten ja wohl auch Artworks. Und wenn es die Anleitung war. Schau, ich meine... Warte mal. Oder, na gut, auf den Covern war... Die hatten, glaube ich, eine Blackbox. Da waren immer Bilder aus dem Spiel drauf. Also Pixel Artworks, aber... The Art of Ice Climbing. Ich meine, hier, schau dir das an. Ups. Nee, eigentlich war das so nicht gedacht. Ah ja, was so? Schau dir das an hier. Das sieht schon so aus. Also klar, die Frisur ist anders, aber ansonsten, also die Haarfarbe. Aber ansonsten ist es ja wohl ein Ice Climber.
Ups, das war das Falsche. Bei den fünf Weisen nach dem vierten Dungeon so, oh mein Gott, Ganondorf ist an einem schon. Da sieht er den Bro Ganondorf mehr nach dem OOT Ganondorf aus. Naja, es ist ja, also es soll ja OOT Ganondorf sein. Ganondorf ist ja immer der gleiche, ne? Nicht nur eine neue Reinkarnation wie bei Link und Zelda, sondern tatsächlich derselbe. Kramux könnte übrigens gerne eine Unlichtattacke lernen, da hätte ich nichts gegen. Keine Ahnung, wann er eine lernt. Irgendwann lernt er bestimmt eine. Gewissheit auf Level 25. Na dann. Aber was ist denn mit dem Four Swords Adventure Scanner? Ist das der Ganondorf aus OOT Twilight Princess Neo? Jeder Ganondorf ist der gleiche. Absolut jeder. Ganon ist immer, also theoretisch hat er auch die ganzen Erinnerungen aus den vergangenen, von den vergangenen Links und so weiter. Nur Zelda und Link sind andere Personen. Ganondorf ist immer derselbe. Aber er stirbt doch in Twilight Princess, oder nicht? Er wird versiegelt. Was kommt nach Twilight Princess in der Timeline? Kommt doch Minish Cap und so weiter, oder nicht? Nee, nicht Minish Cap. Hier, wie heißt es? Adventures. Four Swords Adventures. Ist da nicht... Da ist doch dann Fatih-Kram, oder nicht? Da ist doch Ganon gar kein Dings, oder? Gar nicht relevant. Und ich bin mir fast sicher, dass das Fatih Zeug von Wiederbelebung oder sowas labert. Also die sagen ja immer, sie wollen ihn wieder raufbeschwören und so. Also immer wenn so Zeug kommt. Ich meine, es war ja auch in A Link Between Worlds war es ja auch eine Sache, dass sie gesagt haben, sie wollen den wiederbeleben und sowas. Oder? Bin mir nicht sicher. Aber ich denke mal, dass sie dass generell Ganon nie gestorben ist oder tot sein soll, sondern immer nur verbannt. Ich meine, er steht ja sogar, während er dieses Schwert in sich stecken hat, steht er ja sogar noch auf und so weiter. Also es ist jetzt nicht... Jack Ryan versucht, Biss zu erlernen. Cool.
Ja, dann als das Triforce der Kraft verschwindet, stirbt er im Stand. Naja, aber der... Also... Ich weiß, dass Ganondorf immer derselbe ist, weil das ist ja... Das ist ja das ganze Dingen so von Ganon, was ihn von Zelda und Link abheben soll. Ganondorf ist halt dadurch gestorben, weil danach sieht man Ganondorf ja auch nicht mehr wieder. Deswegen, ich schätze mal, Ganondorf ist gestorben und der Geist von Ganon existiert halt weiter. Weil das ist ja die ganze Geschichte von dem Fluch aus Skyward Sword. Ja, aber guck mal, du sagst es ja auch selbst, aufersteht. Aufersteht heißt, das Gleiche ist wieder da. Nicht neue Reinkarnation, sondern wieder auferstanden. Ja, aber in einem anderen Körper. Nee. Ganondorf ist... Also zum Beispiel... Also der aus... Ganondorf ist sowohl in Ocarina of Time, als auch in Twilight Princess, als auch in Wind Waker der gleiche. Das ist der gleiche Dude, nur gealtert. Sozusagen. Deswegen labert er ja in Wind Waker auch Kram von Mensch, schön wieder hier zu sein und sowas. Mal jetzt nach Twilight Princess. Ja, nach Twilight Princess. Ich sehe das, also ich sag halt einfach, der Körper von Ganondorf, also seine menschliche Form, in Anführungszeichen, die ist gestorben. Aber dieser... aber Ganon, das Wesen Ganon existiert weiter. Auch mit den Erinnerungen und so weiter. Die Personality kann halt nicht mehr reden, weil er ist kein Mensch mehr, aber... Ich weiß, ich glaub Ganon kann auch in manchen Fällen reden, aber... Wer nimmt das schon so genau? Ja, aber ist dieser Ganon aus Four Swords Adventures im gleichen Körper wie der Ganondorf bzw. Ganon aus Twilight Princess? Der gleiche Körper wahrscheinlich nicht, aber die gleiche Seele. Kaufen wir 10 Pokebälle, einfach so. Ja, genau, so verstehe ich das auch. Ja. Und bei Link und Zelda ist es ja so, da ist es ja nicht mal die gleiche Seele. Also die haben ja keine... Erinnerungen irgendwie oder sowas, sondern die sind einfach nur die neuen Träger des Triforce. Des jeweiligen Triforce.
Und heißen halt auch Link und Zelda. Sonderbonbons. Soll der mir nicht den... Achso, normalerweise hätte er mir den EP-Teiler gegeben, aber der EP-Teiler ist ja jetzt immer vorhanden. Was mich wundert, halt der Satz aus OOT, solange das Triforce der Kraft in meinem Besitz ist, werde ich weiterleben. Oder so. Nach Twilight Princess verschwindet dieses Jahr von seiner Hand, also stirbt er doch, oder? Ja, deswegen stirbt er ja auch. Aber aber Ganon, der Fluch, das dunkle Wesen Ganon, das lebt halt weiter verbannt. Aber der Körper von Ganondorf stirbt. Habe ich ja noch nie beachtet, was. Sag mal, was muss ich eigentlich... Ich gehe... Ganondorf stirbt, aber Ganon, der Fluch, bleibt. Ja. Och, es ist die Arena. Geil, ich darf Verstecken spielen. Heute schon zum zweiten Mal. Beziehungsweise, keine Ahnung, wie oft ich heute Verstecken gespielt habe. Ich habe heute viel Verstecken gespielt. Ich war aber im Kindergarten. Ich habe viel Verstecken gespielt. Ah. Oh, warte, da ist sie ja. Aber wieso ist denn Ganon der Fluch, wenn der Todbringer wie Ganondorf aussieht? Weil die Designer nicht so sehr auf die Lore geachtet haben beim Character Design des Todbringers, sondern auf Epicness und LOL die Connection XD. Verstehst du? Wie hättest du sonst einen Schwertkampf zwischen Link und dem zukünftigen Ganondorf sozusagen machen sollen. Also in einem Spiel, wo das komplett darauf aufbaut, mit dem Schwert zu kämpfen, wäre ja gegen so ein riesiges Biest jetzt halt schwierig gewesen. Ganon OOT be like. Ja, aber ich meine, hätte man vermutlich auch machen können mit der Skyward Sword Steuerung, aber ich muss schon sagen, dass das schon epischer ist, so Schwert gegen Schwert. Vor allen Dingen, weil es ja das Schwert, was er nutzt, ist ja sogar, ist es nicht sogar hier Dingens, Girahim? Ein Glück habe ich gerade einen Flug-Pokémon gefangen. Gibt es denn eine Möglichkeit, den Flug zu töten? Also wenn man den Worten vom Todbringer aus Skyward Sword Glauben schenken kann, nein. Warum sie nicht mal das allmächtige Triforce dafür nutzen? Was ja jeden Wunsch gewähren kann, das hinterfragen wir einfach nicht, ja? Das akzeptieren wir einfach so.
Chillast. Ich hatte auch mal einen Chillast. Es ist jetzt ein Shellcarai. Warum ist deins noch kein Shellcarai? Das ist Level 17. Aber kommt Ganondorf in Breath of the Wild 2 nicht wieder vor? Ja, aber so als komplett vergammelte Leiche, oder? So skelettmäßig. Wenn jemand stirbt, wird er zu einer Leiche / einem Skelett. Das ist schon akkurat. Weil wie das genau laufen wird, kann ich dir jetzt halt nicht sagen. Ich habe Breath of the Wild 2 noch nicht gespielt. Gebe ich offen zu. Aber... Naja, sieh's mal so. Also erstens war doch der Kampf... von Twilight Princess in der Nähe vom Schloss. Also wo Ganondorf am Ende aufgespießt wird. Peaks. Und um das Schloss herum sind doch so gigantische Schluchten. Da haben sie seine Leiche einfach reingeworfen und jetzt lag die halt unterm Schloss. Naja, Schloss war ein bisschen dead nach dem Twilight Princess Ganondorf Fight. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Wurde dann auf die offene Ebene teleportiert. Ganon Fight, nicht Ganondorf. Naja, aber trotzdem war der Kampf gegen Ganondorf ja um das Schloss, also wo die Stelle, also wo das Schloss gestanden hat, herum. Also um Castletown. Da war er auf der Hyrule-Ebene, oder nicht? Auf der Hylianischen Steppe. War doch der Kampf gegen Ganondorf. Und bei der Hylianischen Steppe sind doch so Schluchten, wo man runterspringen kann und dann fällt man runter. Und da haben die halt mal eben den toten Ganondorf, der mit dem Messer im Bauch, haben sie einfach wie Kazuya in dem einen Smash-Trailer einfach so genommen und so schwupps runtergeworfen. Problem gelöst. Leiche beseitigt. Keine Fingerabdrücke hinterlassen. So nicht verbrennen. Weil eine Leiche zu verbrennen. Selbst wenn du eine Leiche verbrennst, bleiben da ja die Knochen und so übrig. Also das Skelett ist ja da. Vielleicht haben sie ihn auch verbrannt und dann in die Klippe geworfen. Ich frage mich jetzt halt, also ich sag jetzt halt nur, dass sie ihn in die Klippe geworfen haben, weil er ja scheinbar irgendwie ein
Breath of the Wild 2 unterm Schloss liegt. Wieso nicht Knochen zertrümmern? Weil man das nicht macht. Was ist denn los mit dir? Er ist tot. Lass mal seine Knochen zertrümmern. Das, was soll das? Wenn der tot ist, dann... Weißt du, es gibt sowas, das nennt sich Leichenschändung. Und das ist illegal, ganz zufällig. Die wollten ganz lieb zu Ganondorf sein. Nein, aber wenn er tot ist, brauchst du ja nicht die Leiche noch misshandeln. Die sind die Guten. Die machen nicht unnötig sowas Böses. Also nicht böse, aber du weißt, was ich meine. Sowas Gewalttätiges. Die denken sich, okay, der ist tot. Wir haben getan, was ein Held tut. Wir packen jetzt nicht noch auf der Leiche rum. Keine großen Vorkehrungen treffen. Naja, damit... das machen sie ja quasi, indem sie das Triforce ihm wegnehmen. Ist ja ein verfluchter Typ. Ja, aber das wissen die ja nicht. Die haben doch keine Ahnung davon. Ich muss mal BOTW weiterspielen, schon wieder seit 3 Wochen nicht gespielt. Oh, Junge. Hast du BOTW immer noch nicht durch? Oh, ist Rauch nicht eine Unlichtattacke? Rauch ist eine Unlichtattacke. Nee, letztens erst 3. Titanen gemacht. Spoilern. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich dir in Breath of the Wild spoilern soll. TM-Zerschneider. TM-93-Zerschneider. Das ist nicht VM01-Zerschneider, es ist TM93-Zerschneider. Ei. Stärke 60 sogar. Ermöglicht das Item des Ziels zu stehlen, solange der Anwender selbst keins bei sich trägt. Warum habe ich 5? Ach so, ja, stimmt. Das war jetzt so die Sache, dass die dir immer... Dass sie diese Anzahl von... Sie haben die Anzahl von TMs wieder eingeführt, aber sich gedacht, geben wir ihm einfach 5 davon, damit er ein paar hat. Ey, so ein Schwachsinn. TM-Limit wieder einführen, damit sie dir nach einem Arena-Kampf 5 geben können. So ein Humbug. Ach. Weißt du was? Wir haben genug als Lucius gespielt. Will nicht mehr als Lucius spielen.
finde Rot viel cooler. Rot. Der Trainer. Was ist denn mit der Musik los? Was ist denn das für ein Remix? Was war das denn? Wie winzig das Raumpool ist. Ich glaube, Kamurks war eine gute Edition ins Team. So viele Käfer-Pokémon, die die ganze Zeit unterkommen. Plauder-Gaido? Du hast mir nicht geantwortet. Soll ich Plauderkai nehmen? Wäre eigentlich eine lustige Idee. Ich glaube, ich lasse das lieber. Was sollst du... Ob ich Plauderkai nehmen soll, statt Kramurz. Aber ich glaube, ich lasse das lieber. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt hier mit Rot spiele, dann müsste ich ja eigentlich auch. Warte mal. Ganz kurz. Habe ich hier zufällig irgendwo... Okay, ich habe ein paar. Okay, pass auf. Soll ich... Das ist nicht mal transparent. Nein. Nehmen wir... Das hier. Oder das hier. Oder ist es transparent? Oder das hier? Ich glaube, ich finde das schon ganz cool. Aber es passt nicht so wirklich hier hin. Bitte? Okay, schön, dass wir uns einig sind. Das nur noch irgendwie hier vernünftig. So, du gehst mal weg.
Euro. So, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Weißt du was? Ich bin zufrieden. Das sieht eigentlich ganz cool aus hier. Ich habe vergessen, wie ich meinen Rivalen genannt habe. Habe ich ihn einfach Barry genannt? Habe ich ihn Jochen genannt? Ich hoffe, ich habe ihn Jochen genannt. Rivalen genannt habe. Du bist mir ja ein Witzbold. Weil ich könnte der Stream-Aufzeichnung nachschauen, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Ich war übrigens schlau. Ich habe vorausgedacht. Ich habe beim Downloaden von den Mods für Strahler, Diamant und Leuchtende Perle, die übrigens mehr sind, als man glauben würde. Man sieht nicht so viel davon, weil alles recht normal aussieht. Aber glaub mir, es sind tatsächlich ein paar. So 11, 12 Stück. Und ich habe beim Downloaden direkt auch die Links mit abgesichert, damit ich die nicht nochmal neu raussuchen muss, um die dann in die Videobeschreibung für die Streamaufzeichnung zu packen. Da habe ich gleich beim Downloaden gedacht, ah, wenn ich das gleich mitmache, muss ich die nicht extra wieder raussuchen. Wieder. Alles klar. Und das, wobei doch jetzt gleich die spannende Stelle kommt, wo wir gegen Jupiter antreten. Soll ich nochmal heilen gehen? Ach, Quatsch. Commander Jupiter fordert dich heraus. Nicht zu, Bart. Ich glaube, hier benutze ich tatsächlich Patschefisi. Guten Tag. Hm?
vergesse immer, was das für ein Typ ist. Achso, nein, es ist Gunther. Alles cool. Ich hab gerade an... wie heißt es noch? Ja, die fette Katze gedacht. Die Weiterentwicklung von Schaden. Ja. Tut mir leid, Krambo. Oh je. Der Flammenwurf wird mir gleich nicht schmecken. Natürlich ein Volltreffer. Aber... Oh oh. Wie sieht's denn aus? Schöne Reflexion auf dem Boden. Das hat, alles hat sich jetzt absolut gar nicht gelohnt. Pacherizo, überlebst du den Flammenwurf? Oh ja, easy. Wenn das Pokémon besiegt wird, macht es seinem Gegner einfach nur Schaden. Schneider. Jetzt können wir uns ein Fahrrad abholen. Ja, Fahrrad. Juhu. Ewiges Au. Ha? Wegen dem Städternamen. Ewigenau. Ich glaube, nein, ich habe nicht gespeichert. Ich habe doch seit Milliarden Jahren nicht gespeichert. Ich spiele hier seit fast 2 Stunden.
Spiel? Gehst du auch wieder an? Guter Zeitpunkt, um was zu trinken. Weil ich werde gleich alle Nerven verlieren.